Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, zu dokumentieren, wie die Medien im Fall Tino Chrupalla und Alice Weidel die letzten beiden Tage berichtet haben. Was sozusagen das Drehbuch war für ihre Berichterstattung, mit welcher Strategie sie vorgegangen sind. Wie ging es los? Zunächst war es unterschiedlich. Welt hat berichtet, Spiegel hat erst gar nicht berichtet, heute.de hat berichtet, Tagesschau hat nicht berichtet. Das heißt, man sieht, es gibt nicht von vornherein eine Abstimmung, sondern anscheinend funktioniert es so, sie machen erstmal das, was sie jetzt angebracht finden. Anscheinend hat sich bei heute hat man sich gedacht, okay, ja, das müssen wir bringen. Wenn wir das nicht bringen, ist es zu auffällig. Wohingegen Spiegel und Tagesschau, sie haben sich gedacht, nö, das halten wir einfach unten. Also da war anscheinend die Strategie unterschiedlich. Auffällig war, dass sich dann die Berichterstattung aber immer mehr angeglichen hat. Bei der Welt, bei der man gedacht hat, überhaupt bei Springer, dass sie es bringen, sie haben dann ihre Berichterstattung ziemlich auf das Spiegelniveau angepasst. Und das Gleiche war dann auch bei Tagesschauen heute. Also am Ende fahren sie alle die gleiche Linie und die geht folgendermaßen, dass sie suggerieren, also erstmal, es kommt ganz weit unten oder gar nicht mehr. Bei Spiegel kommt es unter ferner Liefen, bei Tagesschau auch ganz weit unten, bei heute auch. Ganz viele unwichtige Dinge haben eine höhere Priorität. Und es wird damit suggeriert, es ist eigentlich nichts Wichtiges passiert. Also Tino Chrupalla hat vielleicht mal einen Klaps auf die Schulter bekommen, einen härteren Klaps oder ja, es ist eigentlich alles völlig harmlos. Es ist ein bisschen wie bei Nord Stream. Es wird dann suggeriert, okay, ja, wir wissen es nicht genau, wir können es nicht genau herausfinden und es ist auch nicht so wichtig. Es ist auch nichts, ist jetzt von der Priorität her auch nicht so weit oben. Wie machen sie das nun? Sie sagen, das Blutbild sei unauffällig. Und damit wird nahegelegt, ja okay, ja gut, im Blut wurde nichts gefunden, also ist auch nichts wirklich Schlimmes passiert. Also wurde Tino Chrupalla keine Substanz gespritzt, sondern es war vielleicht irgendwie, da hat ihn vielleicht eine Wespe gestochen oder ihn hat es einfach gekratzt. Dass es eine Einstichstelle gegeben hat, das kommt in der Schlagzeile, in der winzigen Schlagzeile kommt das gar nicht mehr. Sondern es wird nur geschrieben, im Blut wurde nichts gefunden. Und hier zeigt sich die völlige moralische Verwahrlosung, die Niederträchtigkeit und dass hier nochmal eine neue Schwelle überschritten wurde, zumindest in Deutschland. Es gibt ganz klar, das wird von niemandem bestritten, eine Einstichstelle. Es gab eine Schwellung, Tino Chrupalla wurde übel und er hatte massive Herzprobleme plötzlich. Nun ist es so, dass jetzt kein direkter Zusammenhang hergestellt werden kann, also bewiesen werden kann, aber Tino Chrupalla wird als sehr gesunder Mensch beschrieben und plötzlich hat er Herzprobleme. Das passt natürlich nicht zusammen. Und auch allein vom Erscheinungsbild sieht man Tino Chrupalla, er hat kein Übergewicht, er sieht topfit aus. Das heißt, was ist hier passiert? Wir sehen hier, es können Oppositionspolitiker attackiert werden körperlich und die großen Medien versuchen es im Gleichklang möglichst runterzuspielen. Sie versuchen es gezielt runterzuspielen und zu suggerieren, da war eigentlich nichts. Das war simuliert und sie geben stückchenweise nur das zu, was sie nicht widerlegen können, also was beweisbar ist. Der Spiegel hat ja dann klammheimlich von der Titelseite, nachdem das mit Tino Chrupalla aufkam, diesen Urlaubsartikel verschwinden lassen, dass Alice Weidel einfach mal Urlaub macht. Sie die Partei im Stich lässt, sie simuliert, es gäbe irgendeine Bedrohungslage, aber das BKA hätte gesagt, es wäre gar nichts gewesen und sozusagen ist Alice Weidel eine Simulante, die einfach mal Urlaub macht und dann medienwirksam irgendwie den Leuten Angst machen will oder suggerieren will, es gäbe hier irgendeine Bedrohung. Das also gelogen ist von Alice Weidel. Was die Medien auch gezielt verschweigen, es ist eine glatte Lüge, weil die Schweizer Polizei hat das veranlasst. Und das hat der Spiegel in dem Titel vollkommen unterschlagen. Man führt sich das vor Augen. Alice Weidel kann keine Wahlkampfveranstaltung machen, sitzt auf Mallorca fest vor zwei wichtigen Landtagswahlen. Und die Medien tun so, ja, sie möchte Urlaub machen. Alice Weidel könnte jederzeit Urlaub machen, wenn sie das wollte. Warum soll sie es ausgerechnet eine Woche vor zwei Landtagswahlen tun? Und genauso wurde Tino Chrupalla jetzt aus dem Spiel genommen. Man stellt sich einmal vor, was das bedeutet. Man bekommt einen Stich in die Schulter, einem wird übel. Man muss ja Todesangst haben. Man weiß ja nicht, was hat man da verabreicht bekommen. Was ist da passiert? Und den Medien fällt nichts anderes ein, als ihn als Simulanten hinzustellen. Weil sie die AfD schlecht schreiben wollen, schrecken sie vor nichts zurück. Und genauso ist es auch mit der CSU. Es hat sich hier aus meiner Sicht gezeigt, was die CSU, ja, was für ein moralloser Verein das ist.
wo jegliche Werte, ja, sie abhanden gekommen sind. Wenn man sich das anschaut von Hermann, was wirklich an Ekelhaftigkeit nicht zu verbieten ist, dann zu sagen, ja, die AfD, sie sollte sich nicht darüber beschweren, dass sie sollte das überhaupt nicht sagen, dass Tino Chrupalla angegriffen worden sei. Wobei ja alle Medien zugeben müssen, dass es eine Einstichstelle gab, dass es Schwellungen gab, es diesen Arztbericht gibt. Und vor allen Dingen ist vollkommen klar, nur weil das Blutbild man nichts gefunden hat, heißt das überhaupt nichts. Alle Medien, man kennt das von irgendwelchen K.O.-Tropfen, man weiß ganz genau, dass es Substanzen gibt, die natürlich absichtlich benutzt werden, damit man sie nicht nachweisen kann, die sich schnell abbauen. Oder man erinnert sich nur an die Nazis, die Leute mit Luft umgebracht haben, die Luft gespritzt haben und Leute umgebracht haben. Also man könnte sich jetzt vorstellen, theoretisch, dass Tino Chrupalla mit ihm einfach Luft gespritzt oder Wasser gespritzt hat. Dann wird ihm auch übel und er bricht zusammen. Und das hat auch schwerste Konsequenzen. Also dass im Blut nichts festgestellt wurde, sagt rein gar nichts, sondern entscheidend ist, dass es eine Stichverletzung gegeben hat, was der Arztbrief nachweist. Und ich möchte gar nicht in der Haut von diesem Arzt stecken. Wahrscheinlich wäre es den CSU-Leuten und den großen Medien wäre es am liebsten gewesen, so dieser Bericht wäre verschwunden, er wäre nie an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist anscheinend jetzt das Problem, mit dem die Medien zu kämpfen haben, wie sie mit diesem Arztbrief umgehen sollen. Aber sie haben sich jetzt entschieden, sie schweigen das einfach aus oder tun so, als sei es ganz unwichtig, als sei nichts passiert. Und jetzt kann man gespannt sein, ob die Leute das schlucken. Inwieweit die Leute das schlucken. Und aus meiner Sicht, wenn die Leute sowas hinnehmen und bei sowas nicht aufpassen, dann stellt sich wirklich die Frage, wie eigentlich Demokratie hier, wie das funktionieren soll. Wenn man so arrogant und so überheblich und so unkritisch ist, so überhaupt nicht aufpasst, überhaupt nicht selbstständig denkt, nicht eins und eins zusammenzählt, sondern, naja, die Medien, es ist jetzt hier auf Platz 100, auf Seite 90, ich lese zwischen den Zeilen, es ist nicht wichtig, es ist ja auf Seite 90, das habe ich jetzt schon kapiert, es ist auf Seite 90, ist nicht wichtig, ja, da muss ich nicht drüber nachdenken. Weil das ist die Art und Weise, wie die Leute denken. Sie gucken gar nicht auf den Inhalt, sondern sie gucken darauf, wie weit oben es die Medien platzieren und halten sich dann noch für besonders schlau. Ah, es ist ganz weit oben, ah, das ist wichtig. Ah, das habe ich jetzt verstanden, dass es wichtig ist. Und das ist natürlich genau der Trick, wie die Leute reingelegt werden oder wie die Medien arbeiten. Mit diesen ganzen Propaganda-Frames, wo die Leute zwischen den Zeilen lesen und denken, sie sind besonders schlau, sie müssen den Inhalt gar nicht verstehen, sie sehen diese Zeichen und haben sich schon verstanden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Sie können das dann schon einordnen, sie können die Abkürzung nehmen, sie müssen gar nicht drüber nachdenken. Und das funktioniert seit 150 Jahren. Und es zeigt sich auch, wie gefährlich das ist und dass es nicht so weitergehen kann. Man kann nur hoffen, dass die Leute aufwachen, weil natürlich drängt sich hier ein Vergleich auf. Es werden Oppositionspolitiker attackiert und es interessiert irgendwie keinen. Und das gab es natürlich in den 30er Jahren auch, dass die SA Leute terrorisiert hat, was sich dann auch immer mehr gesteigert hat. Und irgendwie hat es keinen interessiert oder die Leute fanden die Nazis trotzdem toll. Es stellt sich jetzt die Frage, wie haben denn die Medien in den 20er Jahren, inwieweit, wie war die Medienlandschaft da? Deutschland hat ja den Krieg verloren, 1918. Wir wissen, in den USA, eine gleichförmige Berichterstattung gab es schon im 19. Jahrhundert. Und natürlich ist klar, wenn dann in Deutschland als Krieg beim Kriegsverlierer die Demokratie eingeführt wird, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Siegermächte auch irgendwie versuchen, bei den Medien die Hand aufzuhalten. Also wenn sie ihr System importieren, dass sie natürlich dann auch wissen, aha, die Medien, die können wir kontrollieren, die können wir dazu bringen, gleichförmig zu berichten. Und das wird dann natürlich in Deutschland sehr wahrscheinlich auch etabliert und man selber kann dann die Hand drauf halten. Und wie passt das jetzt denn zusammen mit Hitler, der Nationalist ist, der plötzlich Krieg geführt hat? Und es passt natürlich zusammen mit der Agenda von Halford Mackinder, dessen Anliegen es war, den Kernkontinent zu spalten, also die Völker gegeneinander zu hetzen auf dem Kernkontinent, damit sie keine Einheit bilden. Und natürlich, wenn man Hitler unterstützt, er ist Nationalist, er ist Chauvinist, es ist ja absehbar, dass es natürlich Krieg gibt. Und demzufolge macht es natürlich Sinn, Hitler zu unterstützen. Das müsste man mal genau untersuchen. Belegt ist in jedem Fall, dass Hitler massive Unterstützung aus dem Ausland erhalten hat. Und wenn Hitler massive Unterstützung erhalten hat, dann ist natürlich naheliegend, dass Medien, die ihn fördern, auch unterstützt wurden. Es stellt sich jetzt die Frage, sind die Leute wirklich alle so dumm?
Oder steckt da vielleicht auch noch was anderes dahinter? Und aus meiner Sicht, bei einem großen Teil der Bevölkerung ist es so, sie suchen einen Grund, andere zu mobben. Und das ist hier vollkommen offensichtlich, wenn man beispielsweise diesen Jörg Kachelmann-Tweet anguckt. Er entmenschlicht Tino Chrupalla und sagt, ja, weil er vertritt eine Ideologie, die ist so schlimm, es wäre besser, er wäre gar nicht geboren worden. Also ein extrem aggressiver Tweet. Eine extrem aggressive Aussage. Und so machen es ja ganz viele. Und das ist natürlich sehr naheliegend. Jörg Kachelmann könnte ja das Parteiprogramm lesen der AfD, dann müsste er feststellen, das ist Quatsch, was ich erzähle. Da ist nichts Menschenverachtendes drin. Sondern es wird gezielt eine Ausrede gesucht, um andere Leute mobben zu können. Und so machen es überhaupt die ganzen Linksextremen. Es wird irgendwas gesucht, irgendein Ausgrenzungskriterium, und die Leute, die sind dann keine Menschen mehr, da kann man dann draufschlagen. Und warum macht das Sinn? Man kann sich so Konkurrenz vom Leibe schaffen. Also evolutionär betrachtet, es ist einfach Raub. Also man sucht einen Grund, weshalb die anderen keine Menschen sind, man plündert sie aus, man bringt sie um und dann, ja, es ist dann halt Pech. Ja, man ist halt, es waren halt böse Menschen, wir mussten nicht, wir konnten nicht anders und ja, dass jetzt halt die Konkurrenz aus dem Weg geräumt ist, ist halt jetzt halt so gelaufen. Aber ja, es waren halt böse Menschen und ich konnte es auch nicht wissen, ich dachte, das wären böse Menschen gewesen. Genau auch wie die Ausrede war mit den Juden, dass es ja Untermenschen sind, dass sie ja, dass hier das und das Kriterium, also dieser Rassismus, die haben das und das Kriterium, deswegen sind es schlechte Menschen oder die und die sind minderwertig aus dem und dem Grund, die haben die Voraussetzungen oder das ist ja immer irgendwelche Gründe gesucht in der Menschheit, in der Menschheitsgeschichte, um andere Menschen zu den Menschen umzubringen. Das ist leider die bittere Realität. Und genau das sehen wir hier auch und die Medien, sie leisten den Vorschub. Sie beteiligen sich an der Entmenschlichung. Sie stellen Tino Chrupalla als Simulant hin. Also er wird attackiert und er ist auch noch der Böse oder alles Weidel. Also sie werden drangsaliert, sie werden schikaniert, die AfD wird schikaniert und der Hermann stellt sich dann auch noch hin und beschimpft sie dafür, also macht sie nochmal schlecht dafür, dass sie das allein sagen, dass sie schikaniert werden. Und macht sie dann nochmal schlecht dafür. Es ist unterirdisch und aus meiner Sicht, die Leute müssten das sehen eigentlich und sie müssten sich alle von der CSU abwenden. Also wenn die CSU über 35% bekommt morgen und nicht viele Leute das durchschauen und dann noch sich überlegen, dass man nicht CSU wählen sollte, es wird mich sehr enttäuschen. Aber ich befürchte leider, wieder mal enttäuscht zu werden. Und aus meiner Sicht deswegen, mein Patriotismus für Deutschland, der nimmt, auch wenn ich mir das angucke, wie uninteressiert die Leute sind, wie arrogant, wie überheblich sie sind, sich nicht beschäftigen, lieber auf ihre Karriere gucken, sich nicht mit den Nachrichten beschäftigen, mitlaufen, es widert mich zutiefst an. Jetzt im Folgenden noch die Dokumentation von den Nachrichtenportalen. Es ist ja so, dass die, wenn man jetzt runterscrollt bei Spiegel oder Welt, es scheint erstmal so, dass ja alles da ist, man alles nachverfolgen kann, aber tatsächlich ist es nicht nachverfolgbar, außer man filmt es ab. Weil sich ja diese Hauptportale dauernd ändern, es ist auch keine Datumsangabe da. Also man sieht nicht, wann was wohin gestellt wurde. Also wann welche Tino Chrupalla-Meldung wo stand. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, das zu dokumentieren, das abzufilmen und ein Datum oben dran zu sehen, dran zu machen. Und das habe ich gemacht bei Welt, Spiegel, Heute, Tagesschau, Bild und FAZ. Die FAZ hat aus meiner Sicht besonders herausgestochen, was das Schlimme angeht. Also sie haben es besonders versucht herunterzuspielen. Sie haben darüber gar nicht berichtet. Sie waren also bei der Täuschung eigentlich einer der Schlimmsten. Und das ist schon bezeichnet. Weil ja ursprünglich viele Leute denken, ja die FAZ, das ist eine seriöse Zeitung und so weiter und so fort. Und hier zeigt sich das genaue Gegenteil. Das ist eine der schlimmsten Propagandapostillen überhaupt ist. Also jetzt hier in der Reihenfolge. Tagesschau, Heute, Welt, Spiegel, Bild, FAZ. Jetzt habt ihr es noch in Erinnerung. Aber dann kann man sich in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren, kann man sich immer noch ein Bild davon machen, wie hier berichtet wurde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.